zwei. Komm, bring noch einen Freund, dann sind wir drei. Das ist der Beginn von unserem Freundeskreis. Ohne Anfang, ohne Ende. Schön, dass ihr da seid. Ich bin die Tamara und mache die Leitung von Grappelstube, Kindergarten und Hort. Und ich darf euch heute mitnehmen auf eine Hausführung. Ja, dann zeige ich euch jetzt unseren schönen Grappelstubenneubau. Kommt mit! Ganz hier vorne ist die Garderobe für die Kinder, wo jegliche Sachen aufbewahrt werden, die die Kinder für den Alltag benötigen. Bewegung ist ein Grundbedürfnis der Kinder. Sie eignen sich motorische Fähigkeiten an, wie Schieben, Ziehen, Hüpfen, Klettern und können sich selbst spüren und Grenzen erfahren. Der Garten eignet sich hierfür besonders gut. Links vom Eingang ist unsere Anschlagtafel mit allen aktuellen Informationen ersichtlich. Um 11 Uhr gibt es eine warme gemeinsame Mahlzeit in der Grappelstube. Kinder, die bereits den Wunsch äußern, sich Speisen und Getränke selbstständig zu nehmen, werden darin unterstützt. Beim Essen wird auf eine gemütliche und ruhige Atmosphäre Wert gelegt. Und hier vorne ist unsere große Spielehalle, wo den Kindern jegliche Bewegungsmöglichkeiten geboten werden. Dann geht es weiter in unseren schönen Gruppenraum der Gruppe 1. Ruhebereich bietet Raum für Spiel und Spaß, aber auch für Entspannung und Rückzug. Unser Waschraum wird nicht nur für hygienische Verrichtungen genutzt, sondern bietet auch Raum für Spiel und Spaß, besonders für sensorische und kreative Angebote. Überzeugt euch selbst! Mit in den Kindergarten. Rechts ist unsere Anschlagtafel. Hier sind alle aktuellen Informationen ersichtlich. Auf der linken Seite stellen sich unsere Gruppen vor. Sind wir auch schon bei unserem Personalraum angelangt.
Wir arbeiten unsere Mitarbeiter in Ruhe. Auf der rechten Seite ist die Gruppe 1. Es geht weiter zur sogenannten Fußinsel. Links gegenüber befindet sich der Treppenaufgang in den ersten Stock. Komm, bring noch einen Freund, dann sind wir drei. Das ist der Beginn von unserem Freundeskreis. Nun sind wir im ersten Stock des Hauses gelandet. Die vielen verschiedenen Bereiche bieten den Kindern großen Spielraum in den Hallen. Die Lernform des Kindes ist das Spiel. Das Spiel ist die ureigenste Form der Kinder, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Ob Rollen, Experimentier, Bau, Bewegungs- oder Regelspiel. Spiel bedeutet Spaß. Auf lustvolle und stark motivierende Weise setzen sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Materialien und den anderen Kindern auseinander. Unser Gebäude verfügt über 2 Turnsäle. Diese nutzen sowohl der Kindergarten als auch der Hort. Wir bieten den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Materialien an. Mittags findet hier auch das Rasten statt. Nun sind wir im zweiten Stock unseres Hauses angelangt. Hier sind die Gruppe 4 und der Hort untergebracht. Kommt mit! In der großen Halle können sowohl Einzelangebote als auch Bewegungsangebote stattfinden. Der Hortraum wird nächstes Jahr auch als 6. Kindergartengruppe verwendet. Ja.
Nebenraum ist so aufgebaut, dass die Kinder in Ruhe ihre Hausübungen erledigen können. Im Hausübungsraum werden keine Spiele, sondern Lernmaterialien angeboten. Damit die Kinder ordentlich arbeiten können, achten wir auf eine sinnvolle Platzverteilung. Unser Ziel ist es, dass die Kinder schrittweise lernen, die Aufgaben selbstständig zu erledigen. Dabei stehen wir ihnen unterstützend zur Seite. Nebenan ist die Gruppe 4 untergebracht. Wir sind wieder zurück im Erdgeschoss. Nun sind wir in der Küche des Kindergartens angelangt. Hier nehmen die Kindergartenkinder täglich eine warme Mahlzeit zu sich. Zu guter Letzt zeige ich euch noch unseren Garten. Komm, bring noch einen Freund, dann sind wir drei. Nun sind wir auch schon am Ende unserer Hausführung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich darf euch bald persönlich bei uns begrüßen. Bis bald. Tschüss.